Shalom Menschen, mit diesem Format kreieren wir eine neue Form von Let's Plays. Das heißt, es läuft ein geschnittenes Gameplay und ich labe dann unseriösen Dinnpfiff in der Hoffnung, dass euch dabei einer abgeht und ihr wenigstens etwas zum Lachen habt in eurem Leben. Heute geht es um GTA 5. Die Story beginnt mit einer Szene, die an einen polyamoren Film erinnert mit ziemlich schlechter Charakterentwicklung. Ein Haufen Typen und eine Frau, die in ein Zimmer mit bestimmt vorhandener Casting-Couch gedrängt werden. Die Euphorie wird aber schnell gedrosselt, da es doch wohl Geiseln sind. Was schade ist, da mich der Polunder von Geisel Nummer 3 ziemlich wuschig macht. Als erstes spielen wir irgendeinen Typ mit Maske, der in seiner Freizeit wahrscheinlich seinen Traum als Schauspieler nachgeht. Wir sprengen einen Tresor in die Luft und aus dem Nichts kommt irgendein Fettsack um die Ecke und ist der Meinung, mir die Maske vom Kopf zu ziehen. Meiner Meinung nach ziemlich unhöflich, weil ich das vielleicht aufgrund von Komplexen tue. Daher ist es auch gerechtfertigt, dass der Fettbett abgeknallt wird. Jedenfalls kommen die Cops, der Fluchtfahrer stirbt ehrenvoll und durch Missachtung von rechts vor links werden wir vom Zug angefahren, sodass wir gegen einen Baum fahren, wodurch leichte Empörung entsteht. Durch die Hysterie werden 2 von 3 Personen abgeknallt und der letzte macht das einzig Vernünftige. Der darauf folgende Plottwist ergibt, dass Michael ein perverser Sadist ist und seine Familienangehörigen gerne weinen sieht, weswegen er seinen Tod nur inszeniert hat. Angekommen in der Gegenwart geht es los mit Michael, der bei seinem Doktor mit Charmer-Frisur sitzt und sich ausholt wie ein richtiger Mann. Weil sich GTA 5 dadurch auszeichnet, dass wir zwischen 3 Charakteren hin und her wechseln können, spielen wir Franklin, der seinen legal aussehenden Job nachgeht und 2 Autos illegal pfänden von Idioten, die ihre Wucherraten nicht zahlen können. Als hätte man ihnen das nicht gesagt bei Vertragsabschluss. Nachdem wir das Rennen gegen Lamar gewonnen haben, tauchen die Bullen auf, die uns natürlich nur wegen unserer Hautfarbe festnehmen wollen und nicht etwa, weil wir ein illegales Straßenrennen gefahren sind, ohne Rücksicht auf Verluste oder Menschenrechte. Was für ein Klischee vom Polizist. Kein Wunder, dass in Frankreich protestiert wird. Beim seriös aussehenden Arbeitgeber angekommen, stören wir das Techtelmechtel zwischen dick und doof und geben die Fahrzeuge ab. Bei der darauffolgenden Mission müssen wir ein Bike abholen von einem Latino-Gangster. Das wird vermutet, weil der Typ ein Latino ist und vermutlich auch ein Tattoo auf dem Geschlechtsteil hat. Angekommen am Ort des Geschehens hauen wir erstmal einen geistig verwirrten Obdachlosen weg und versuchen ihn per angetäuschten Roundhouse-Kick voll aus dem Bild zu kicken. Zumindest bemühen wir uns um eine Lösung für das Obdachlosenproblem in Los Santos. Die eingangs erwähnte These mit den Latino-Gang-Müll entpuppt sich als wahr, weil uns irgendwelche Ehrenmänner versuchen zu verscheuchen. Mit feinster Straßendiplomatie knallen wir alle ab, sprengen 2 Sachen in die Luft und holen uns das Bike zurück. Zwar klingt das so, als wären wir linksextreme Terroristen, aber beschweren kann man sich da eher weniger. Beschweren kann mich da normalerweise eher weniger. Jedenfalls stellt sich Franklin an wie eine behaarte, erogene Zone einer Frau mit großen Schamlippen und streitet sich mit Lamar, worauf er mit weißen Tennissocken und Brodiletten auf dem Motorrad wegfährt. Sitzend im Benz Coupé machen wir das einzig Richtige und schreiben unserer Ex eine Nachricht, indem wir ihr mitteilen, dass sie geistig nicht ganz bei der Spur ist und wir immer noch Besitzansprüche an ihr haben. Um uns abzulenken, gehen wir arbeiten, was so viel heißt, dass wir ein Fahrzeug klauen, was buchstäblich vor 2 Minuten erst verkauft wurde. Jedenfalls schleichen wir uns auf ein fremdes Grundstück hinein, hauen wieder eine Minderheit K.O., werden eifersüchtig auf eine fette Jungfrau Mitte 20, haben ein Déjà-vu-Moment aus unserer Kindheit über unsere Mutter und den Postboten und klauen das Objekt der Begierde. Der Tag bisher verlief ziemlich lit, bis zu dem Zeitpunkt, als ein Fremder von der Rückbank eine Waffe an unseren Kopf hält. Er hätte jeden x-beliebigen Gegenstand nehmen können und entscheidet sich für eine Waffe. Ich meine, es ist technisch gesehen ja keine Vergewaltigung, wenn man vorher ganz laut Überraschung schreit. Jedenfalls fahren wir mit Nostradamus TV zum Autohaus und als hätte er Meth geraucht, empfindet er es als gute Idee, da reinzufahren mit mir am Steuer. Ziemlich asozial, das Leben anderer aufs Spiel zu setzen. Nach unserem 9-11-ähnlichen Anschlag kriegen wir Geld und spielen dann als Michael weiter, der dem deformierten Armenier höflich erklärt, dass er das Fahrzeug zurückgibt. Ein ereignisreicher Tag mit diversen Parallelen zu meiner Kindheit. Am nächsten Tag wollen wir uns als Michael am Pool besaufen und werden von Franklin besucht, der seine körperlichen Dienste anbietet aus dem Nichts. Nach kurzer Überlegung gehen wir darauf ein und wollen uns gemeinsam vorher Mut antrinken. Als wäre es Schicksal, dass niemand heute entjungfert wird, ruft Sohn Jimmy uns an und berichtet, dass er aus Geldgründen die glorreiche Idee hatte, die Yacht seines eigenen Vaters an ein paar Gangster zu verkaufen, die überraschenderweise einen super Fettsack Albino mit Schamhaaren auf den Kopf abzocken würden. Das Ganze endet so, dass wir gemeinsam so ein Mission Impossible Ding durchziehen und das Schwergewicht retten. Stünde ich vor der Wahl, hätte ich die Yacht genommen. Eine Yacht ist nämlich der ultimative Flex. Auf einer Yacht passen nämlich diverse Dealaras rauf und man braucht sich keine Gedanken um Platz oder Miete zu machen. Die fixen Kosten einer Yacht würden euch zwar insolvent machen, aber Freiheit und freie Liebe kennt kein Preisschild. Der BMW 3er-Verschnitt hat nach der Verfolgungsjagd eine Kugel abbekommen und muss daraufhin gleich zur Werkstatt. Mit einem Toyota wäre das nicht passiert. Jimmy bietet uns an, ihn Jizzle zu nennen und wir sind jetzt Brokeback Mountain-artige Freunde. Back in der familienfreundlichen Hood treffen wir eine alte Schulfreundin, die nach eigenen Aussagen komplett auf Crack ist. Der erste Schritt zur Besserung ist getan. Statt ihren Körper zu verkaufen und die Miete ranzuschaffen, bittet sie uns, den Job ihres Lebensabschnittsgefährten zu erledigen. Welch ein Egoismus. Jedenfalls müssen wir uns aus storytechnischen Gründen mit dem Truckerfahrer-Simulator abgeben, damit wir überhaupt vorankommen. Gleich danach kommt Lamar auf die großartige Idee, einen Typen einer Gang zu kidnappen. Das Ganze endet so, dass wir ihn mit einer Waffe bedrohen, er abhaut und wir hinterherfahren.
Der Typ mag wohl Züge und versteckt sich irgendwo zwischen Waggons, worauf wir ihn suchen müssen mit dem Hund. Unser Hund hat vermutlich eine ADS-Störung, da er sich sehr schnell ablenken lässt. Wir tun in der Situation das einzig Richtige und lassen ihn sich ein bisschen abreagieren und versuchen wirtschaftlich zu denken. Bisher habe ich aber nicht herausfinden können, wie man Videos mit dem Handy in GTA macht und sie auf speziellen Seiten hochlädt, wo sich gerne diverse Politiker aufhalten. Am Ende lassen wir den entführten Dude frei, weil wir der Meinung sind, dass man nach einem Anruf einen sofort orten kann per GPS. Daraufhin spielt Lamar beleidigt Leberwurst und möchte etwas Zeit mit seinem Hund verbringen, der auf dicken Eiern sitzt. Weil wir mit sowas nichts zu tun haben wollen, beenden wir das Ganze vorerst. Wenn ihr lachen konntet, dann liked, kommentiert und abonniert das Ganze für mehr verbale Ausbrüche dieser Art. Falls nicht, landet ihr einfach in der Hölle, weil ihr nicht gönnt.